Logbucheintrag Nummer 31, Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Unser Außenteam nimmt wohl einen kleinen Umweg. Sie haben bei der Sondierung ihres Weges eine Nebenhöhle gefunden. Ja. Scheinbar liegen in dieser Höhle noch ein paar Wrackteile oder Erze versteckt. Wir können die Energiesignatur nicht genau zuordnen. Auf jeden Fall, unser Außenteam ist gierig auf das Zeug. Wer kann das einem Zwerg schon verübeln? Hoffentlich brauchen sie nicht so lange und sind bald wieder auf dem normalen Weg. Ja, und da sind wir auch schon. In der superbösen Höhle. Autsch. Da hätte ich vielleicht nicht unbedingt so drauf schießen sollen. Ach du meine Güte. Okay. Könnte definitiv sehr lustig werden. Weil wir haben keinen Heilkristall in der Nähe. Wir haben zwar einigermaßen gute... Fähigkeiten. So, wir können mal einen wegballern. Ja. So, du mach mal eine große Explosion. Okay. Rundumschlag zieht das die an. Einigermaßen. Aber auch nicht so gut. Okay, Forcer kriegt ordentlich eins auf die Omme. Und da hinten wäre das Zeug, was wir suchen, und noch viel mehr Gegner. Nein, das war nichts. Okay, ich muss das irgendwie anders regeln. Wobei die Sprengdinger vielleicht keine schlechte Idee wären. Die zu benutzen. Das Problem ist das Reindashen hier. So, das hätten wir. Du. Gib dem mal ordentlich eins drauf. Und dann geh in Angriff über. Du mach gleich mit. Oh, du bist halb tot. Dass sie immer so gut ausweichen können. Das finde ich schlimm. Alter, sind schon recht viele da. So, einen konnten wir ausschalten.
Okay, der Shadow kriegt jetzt ordentlich was auf die Plauze. Und ist tot. Können wir, solange die alle umgehauen sind, ihn wiederbeleben? Und alle auf den Smash-Fist gehen? Ja, können wir, aber da kommt schon die nächste Horde. Nicht so gut. Also nein, so klappt das auch nicht. Ich muss auf jeden Fall alle mal auf Aggro stellen. Sonst stehen sie nämlich nur drum herum und lassen sich beballern. So. Okay, wenn ich mit dir reinschieße, explodiert leider der rote Kristall. Das ist nicht so gut. So. Gehe gleich mal in Steinform. Zieh sie an. Du renn rein. Du renn rein. Solange er nämlich in Steinform ist. Läuft das alles besser. Jetzt ist er nicht mehr in Steinform oder ist tot. Okay. Trupp ist tot. Das bringt auch nichts so. Vor allem, wir können nicht mehr den Weg zurück, den wir genommen haben. Hehehe. Und hier ist kein Heilstein in der Nähe. Okay, die haben zum Glück alle einen recht kurzen Sichtbereich. Wieder erstmal alle auf aggressiv stellen. Ich möchte den Stein nicht mittreffen. Und so treffe ich zu wenige. Ich muss schon ein bisschen näher ran. So. Okay, Forcer setzt gleich noch mal einen nach. So. Okay, das wird auch nicht wieder nix. Ich brauche vielleicht mehr Abstand erstmal zu den Kerlen. Nein, das war zu wenig Abstand. Ich muss erstmal gucken, dass ich sie dezimiere irgendwie. Das ist schick. Forcer. Und jetzt Angriff. Smash Fist. Du
Du bist einzeln da. Und du bist tot. Mist. Okay. Aber das ist ein Plan. Ich kann sie so verwirren, dass sie sich aufsplitten. Shadow. Ich muss nur weit genug weggehen, dass ich noch einen treffe. So. Dann teilen sie sich etwas auf. Das ist eine gute Strategie. Okay. Jetzt gibt es nicht mehr viel zu tun. Jetzt heißt es, ruf auf die Ommel. Alle vier bitte. Ja. Schießt ruhig weiter. Gut. Du geh aus dem Weg. So. Okay. Könnte der Voss aber kurz die hier anmachen? Ach nee, ich habe die Heilfähigkeit doch gar nicht. Okay. Ich nutze mal den Moment zum Speichern, da wir ja nicht den Quicksave überschreiben, sondern einfach einen neuen machen. Das ging voll daneben. Das hat getroffen. So, kommen Sie her. Bis jetzt nicht. Jetzt kommt einer. Jetzt kommen sie. Jetzt haben sie mich entdeckt. Okay. Drauf auf die beiden. Forster macht zur Sicherheit mal dein Schild an. Okay. Du heilst ihn. Und du schaltest den aus. Gut. So, Shadow geht mal vorwärts. Aufklären. Da hinten hüpfen nämlich noch welche rum von denen. Und ich kann zwar zwei aufnehmen, ich kann aber immer nur eins benutzen davon. Oh, das ist eine Krabbe. Krabben sind nicht so schlimm. Gegen die Wand schießen ist jedoch dämlich.
So, die Krabben, die finden mich gleich, weil die mich irgendwie wittern können. Krabbenkönig, ist das euer Ernst? Ich möchte nicht so weit rennen. Gut, halt ihn mal so. Fubo, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Okay, in den Sumpf schubsen. Ist nicht die beste Methode. Okay, wir brauchen ordentliches Gelände, so vielleicht hier. Und ich brauche wieder alle auf Aggro. Auch dich. Ja, da hinten ist der Krabbenkönig. So. Oh, jetzt kommen alle Krabben. Das ist nicht so gut. Nun mach mal Rundumschlag. So, jetzt könntest du mal kurz, was war der Schrei? Battlecry machen. Wo ist mein Shadow? Der ist hier. Du schubst den mal um. Oder versuch es wenigstens. Gib mir noch mal den da. Das schubst nämlich den Krabbenkönig um. Und schubst ihn gleich nochmal um. Die Krabbe, da ist das Problem. So, jetzt ist die Krabbe da weg. Du bist nicht gut dort. Wow. Ach so, ja, der Smashfist hat ja die Fähigkeit, Gegner, die gestunt sind, zu exekuten. Wahrscheinlich, da der Krabbenkönig jetzt so weit unten war. Konnte er einfach executed werden. So, da ist noch eine Krabbe, wenn ich richtig sehe. So, da war eine Krabbe. Ja, das ist echt praktisch. Der Pfeil kann so Krabben zwar nur mit zwei Schuss killen, aber er kann sie auch killen, wenn sie auf dem, also nicht auf dem Rücken liegen. Praktisch, praktisch, gut. So, dann stellen wir mal bei allen wieder die Standardhaltung ein, also dass sie nicht wieder Amok laufen, wenn wir es nicht gerade brauchen. Und gehen wir wieder hier raus.
So. Hey, wir sind oberhalb. Ja. Das wird den Jungs jetzt nicht gefallen. So, aber anders weiß ich nicht, wie man da rüberkommen soll. So. Ich drück mal erstmal auf Save. Denn Abschluss, Logbucheintrag Nummer 31, Captain Kirkbeard. Unser Außenteam hat ihren Umweg hinter sich gebracht. Nach dem, was wir gehört haben, haben sie es mit starkem Widerstand zu tun gehabt. Der hiesigen Sumpfbevölkerung, also den Tieren des Sumpfes. Sie werden sich hoffentlich das nächste Mal überlegen, bevor sie in ein Sumpfloch springen und sich mit Kra Riesenkrabben anlegen. Kirkbeard, Ende.